leider. Deswegen sollen Sie es mir jetzt erklären. Das ist genau der Punkt. Was sehen wir denn jetzt hier gerade? Hier kann man jetzt ganz wunderbar diesen starken Geruch, den den Schneeleoparden haben, beobachten. Und beide äußern den im Spielen. Sie sehen, hier vorne haben unsere Tierpfleger Zink verstreut. Und unsere Schneeleoparden sind gerade eifrig dabei, sich darin zu wälzen und diesen Geruch voll auszukosten. Und sind, ja, sprichwörtlich am Spielen. Sie sehen, erst wird der Geruch durch wirklich scharfe Nasen und Schleimhaut aufgenommen. Dann wird sich darin gewälzt und so wird später der Geruch auch weitergetragen durch die ganze Anlage. Okay. Was können wir denn hier tun? Ah, jetzt habe ich das. Ja, ne? Ja, genau. Ich konnte nicht gucken, dass sie die Schilder drauf hat. Ja, genau. Was können wir denn hier tun, um die Schilder zu schützen? Das ist auch ein bisschen die Frage. Wir sind ja relativ weit weg von dem. Sie sind relativ weit weg. Natürlich kann man das Atemschutzpoint auch vor. Können Sie noch mal kurz vorhaben? Genau. Wollen Sie das Mikro dran lassen? Nee, gerne noch mal dran lassen. Ja, klar. Genau. Und dann vielleicht ganz konkret unsere Atemschutzprojekte spenden. Wir in Zürich hat bei Ihnen unterstützen NABU in ihrer Schneeleopardenschutzarbeit in Kirgisistan. Ganz konkret unterstützen wir dort eine Antibiotika-Gruppe aus. Und wir freuen uns, wenn andere sich auch diesen Schutz geben. Ja, sehr gut. Jetzt sind die gerade richtig geil gerannt. Genau, so ein Männchen und ein Weibchen. Ja, man kann die schlecht auseinanderhalten. Man sieht es auch. Das ist das Weibchen hier vorne. Schöne Tiere. Ist sie, ne? Ja, genau, danke. War ich richtig. Ist da schon Zimt? Ja, da ist Zimt. Das ist dann schön, also wenn man Mammutfell macht, man identifiziert Schneeleoparden individuell und das Fell ist quasi. Ich meine jetzt auch im Laufe der Jahreszeit. So. Das ist ein bisschen heller. Genau, das schon. Und dann haben wir, die ist 4,5 Jahre alt. Und dann muss ich einmal gucken, ob der schon in seinem Leben ist. Und dann ist er mit dem Fett ist okay. Und dann ist er mit dem Fett ist okay. Und die ist mit dem Fett ist okay. Beide im besten Alter. Sein auf dem Fett geht es klar. Und ich habe dann die Zeit zum Fotografieren. Und dann haben wir zwei Schweine. Und so sind hier ungefähr 600 Schneeleoparden. Ja, das ist allgemein so bei Tierchen in Deutschland. Wir machen ein bisschen Breakfast. Also, Ich habe
alt sind die jetzt? Habe ich gerade schon erzählt, dass ich sehr gerne nochmal. Links ist unser Leinenhaus, unser Weibchen, die ist 4,5 Jahre ungefähr alt. Und hier vorne der Bartar, der ist 14,5 Jahre alt. Beide also im besten gesunden Alter. Ach, gerade haben sie getauscht? Sorry. Ich dachte noch. Kann passieren. Müsste mir die Flecken nicht mehr sehen. Ich wollte auch schnell die Hände haben. Ja. Die Wildere sind das eine und die Leute, die aber eben da ihr Vieh schützen wollen, was tun sie für die? Teils, würde ich sagen. Also es gibt natürlich die Leute, die dann ihre Schiebe einfach ihr Vieh schützen wollen und dementsprechend halt Vergeltungstötung oder präventiv halt Schnelligfahren töten. Mit den Leuten in unserem Projekt arbeiten wir auf jeden Fall zusammen.